Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich gar nicht auf die Diskussion in den Ausschüssen, weil ich denke, wir kommen da wieder in die Endlosschleife rein. Liebe Frau Kappek, ich sagte, wir kommen wieder in die Endlosschleife. Ich werde das jetzt versuchen zu argumentieren. Ich verstehe ja, Frau Kappek, dass Ihnen Tempelhof im Magen liegt. Das ist ja auch ein ziemlich großer Stein. Und zumal die Tempelhof-Schöneberger Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, unsere geschätzte ehemalige Kollegin Frau Dr. Klotz von den Grünen, kommt. Und irgendwie müssen Sie im Vorfeld der Wahlen auch in Tempelhof-Schöneberg mal wieder etwas positiver als Gestalterin in die Medien kommen. Das kann ich alles nachvollziehen. Und das waren Sie, und damit lassen Sie es doch bitte gut sein. Zum Antrag konkret. Sie werfen dem Senat Unvermögen im Umgang mit diesem Nazi-Betonklopper vor, und da stimme ich Ihnen zu, recht haben Sie. Sie wissen aber auch, dass das momentan selbst für Sie nicht so einfach wäre, in seiner Neigung zu miserabel kommunizierten Einzelentscheidungen nach Gutsherrenart hatte der seinerzeitige regierende Bürgermeister zugunsten seiner Modelabel-Freunde vollendete Tatsachen geschaffen, und die sind nicht so leicht zu ignorieren. Da hat sich nun mal Bread and Butter eingenistet, und so leicht sind die nicht rauszukriegen. Und mit den Zalando-Managern, die das Format ja übernommen haben, ein Agreement zu treffen, Frau Wirtschaftssenatorin, das haben Sie leider verpasst. Zalando wurde schließlich auch nicht mit ganz unbeträchtlichen GRW-Mitteln durch das Land unterstützt. Da hätte man miteinander reden müssen. Sie wollen, das ist Blödsinn, was Sie da schwätzen, Herr Kollege, Sie wollen einen Kulturhafen im weitesten Sinne. Nun gut, wenn die Politik mit einer Schrottimmobilie oder einem heruntergekommenen Stadtviertel nicht mehr weiter weiß, muss immer die Kultur zum Aufhübschen ran. Ich finde das einfallslos. Zumal die Künstlerinnen und Künstler in der Regel die Ersten sind, die wieder rausfliegen, wenn die Stadtentwicklungsmaßnahme, deren Mitte zum Zweck sie waren, gegriffen hat. Als Zwischennutzer sind Künstlerinnen und Künstler immer gut genug, kann man aber dann wieder Rendite rausschneiden aus der Immobilie, dann müssen sie gehen. Was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Und als Ankermieter zwei oder drei Museen nach Tempelhof zu locken, das ist auch nicht besonders originell, das Alliiertenmuseum geht ja völlig in Ordnung. Daneben ein Museum des Kalten Krieges, ja mein Gott, wie witzig soll denn das sein? Weil es jetzt am Checkpoint Charlie nicht mehr klappt. Übrigens, wenn man das seinerzeitige Senatskonzept aufmerksam liest, war das durchaus als wissenschaftlich solide begründeter Kontrapunkt zur musealen Rumpelkammer des Hauses am Checkpoint Charlie gedacht. In Tempelhof aber macht das neben dem Alliiertenmuseum eigentlich keinen Sinn. Und ein Luftfahrtmuseum, wie Sie dieser Tage und soeben auch wieder verkündeten, nun ja, warum eigentlich nicht? Aber das Land Berlin wäre damit vollkommen überfordert. Berlin hat ja schon erhebliche Probleme, das Deutsche Technikmuseum einigermaßen auskömmlich zu finanzieren. Und sehen Sie sich doch bitte einfach mal den Zustand des Stadtmuseums oder nicht vom Stadtmuseum getragen, aber gleich daneben befindlich des historischen Hafens an. Jetzt fehlt nur noch der wiederholte Prüfauftrag, die ZDB wieder in das Gebäude zu wuchten. Das war alles schon mal da. Viel Lärm um nichts heißt das bei Shakespeare. Und mit Verlaub, hier geht es nicht um irgendwie besonders kunsttaugliche Räume. Es geht überwiegend um Büro- und Gewerbeflächen und das in Größenordnungen. Aber einen sinnvollen Ansatz enthält Ihr Antrag, eine breite öffentliche Diskussion über die Möglichkeiten einer zukünftigen Nutzung dieses Bestandsgebäudes zu entfachen. Die braucht aber ihre Zeit und das kostet. Und ein schlüssiges Gesamtkonzept, wie Sie schreiben, ich höre dann immer gleich Masterplan, Masterpläne in Berlin zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass sie scheitern und fortgeschrieben werden müssen. Ein schlüssiges Gesamtkonzept, wie Sie schreiben, gemeinsam mit vielfältigen Nutzerinnen und Nutzern aus Kultur, Kreativwirtschaft und Start-up-Szene. Das sind ja wirklich die berühmten Äpfel mit den Birnen und dann noch Zitronen vermischt. Bis zum 31.12.2015 zu entwickeln, wie Ihr Antrag verlangt, das würde, glaube ich, noch nicht mal eine grüne Alleinregierung hinkriegen. Apropos Regierung, wir halten die jetzige ja auch, Frau Kappek, für hochgradig unfähig, solche Probleme zu lösen. Und wir würden da auch schon ganz gerne mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, einen Schritt weiterkommen, aber ein bisschen mehr Augenmaß und Rationalität als in diesem Antrag muss dann schon ein bisschen rein. Wir erkennen die Absicht. Wir erkennen die Absicht, aber das Mittel ist, glaube ich, relativ untauglich. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.